Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video wieder mal eine Montage und zwar von einer Deckenleuchte. Hier habe ich die Via Angio Sternenhimmel Deckenleuchte und zwar mit einer Leistung von 12 Watt und einer Lichtfarbe von 6000 bis 6500 Kelvin. Die Lichtfarbe ist hier kaltweiß. Noch ein kleiner Hinweis. Kaltweiß würde ich in Arbeitsräumen empfehlen, in Küchen oder in Badezimmern. Währenddessen warmweiß, das ist eine Farbtemperatur deutlich unter 4000 Kelvin, wahrscheinlich sogar eher unter 3000 Kelvin. Das ist mehr eine gelbliche Farbe. Diese Farbtemperatur würde ich dann eher im Wohnbereich bevorzugen. Aber hier haben wir eine kaltweiße Leuchte und ich möchte euch diese Leuchte mal zeigen und auch euch zeigen, wie man diese Leuchte einbaut. So, kommen wir als erstes gleich zu unserer Lampe, zu unserer Verpackung. Es ist ein mittelgroßer Karton und in diesem Karton finden wir eigentlich nur unsere Lampe nochmal verpackt in eine Plastikfolie mit einer Bedienungsanleitung. Hier haben wir eine besonders energiesparende Lampe vor uns liegen. Diese hat eine Leistungsaufnahme von ca. 16 Watt und kann aus den 16 Watt ca. 1600 Lumen generieren. Wir schauen uns die Lampe mal näher an und kommen gleich mal zu den physikalischen Maßen. Das heißt, wir messen einfach mal die Lampe. Die Lampe hat einen Durchmesser von ca. 34 cm und eine Höhe zum Rand hin von ca. 6,5 bis 7 cm und zur Mitte hin eine ca. Höhe von, sagen wir, ca. 10 cm. Diese Lampe hat einen Kunststoffdeckel, eine Kunststoffabdeckung. Diese Kunststoffabdeckung können wir sehr einfach entnehmen, indem wir einfach den Lampenkörper zur Kunststoffabdeckung verdrehen und somit die Kunststoffabdeckung abnehmen. Wenn wir uns die Kunststoffabdeckung näher anschauen, sehen wir, dass diese Kunststoffabdeckung eine Art Milchglaseffekt hat, aber dieser Milchglaseffekt ist nicht durchgehend. Wir haben hier lauter kleine Öffnungen oder mehr zu sagen helle Stellen in diesem Milchglaseffekt und dieses soll eine Art Sterneneffekt im eingeschalteten Zustand imitieren. Das Innere der Lampe ist sehr einfach aufgebaut. Wir sehen hier eine Art Panel, auf dem mehrere SMDs aufgelötet sind. Diese SMDs bringen schlussendlich unser Licht. Dann haben wir ein Netzteil sowie unseren Stromanschluss, bestehend aus einer Lüsterklemme. Um diese Lampe zu montieren, wird sie hier durch diese Öffnung mit der Decke verschraubt. Wir drehen die Lampe einfach mal um. Wir sehen hier das Befestigungsmaterial, was wir benötigen, Schrauben sowie auch Dübel. Hier haben wir noch ein zusätzliches Kabel. Dieses braucht ihr wahrscheinlich nicht. Dieses können wir hier abschrauben und können hier unser Hauptkabel einbringen. Oder wir gehen von diesem Kabel zu einer Art Verteilerdose und können hier die Lampe direkt anklemmen. Bevor wir die Lampe montieren können, haben wir nun hier unseren Montageort vor uns. Achtet bitte hier drauf, wir arbeiten an elektrischen Anlagen. Wer sich das hier nicht zutraut, ruft hier bitte einen Elektriker und lässt die Lampe einbauen. Vor der Installation muss natürlich darauf geachtet werden, dass das komplette System spannungsfrei ist. Dazu reicht es nicht aus, den Lichtschalter abzuschalten. Wir müssen hier unbedingt die dazugehörige Sicherung oder den dazugehörigen LS-Schalter suchen und diesen ausschalten. Seid ihr euch nicht sicher, schaltet bitte auch den dazugehörigen Fehlerstromschutzschalter aus, sodass wirklich das komplette System spannungsfrei ist. Haben wir unser System spannungsfrei geschaltet, prüfen wir bitte auch nochmal, dass hier alles spannungsfrei ist. Das heißt, wir haben hier in der Regel drei Zuleitungen. Das wäre meistens eine blaue. Die blaue Zuleitung ist für den Neutralleiter. Wir haben hier meistens eine schwarze, braune oder graue Zuleitung. Diese ist meistens für den Leiter, für den Außenleiter und eine grün-gelbe Zuleitung. Diese ist euer Schutzleiter, der ist dafür da, dass die Lampe schlussendlich geerdet werden kann. Alle anderen Kabel sind bei mir nur als Zusatz eingebaut worden und haben hier keinerlei Bedeutung. Wir prüfen bitte jetzt alle Kabel gegeneinander auf Spannungsfreiheit. Erst wenn dieses wirklich sichergestellt ist, können wir hier weiterarbeiten. Prüft bitte vorher euer Messgerät in einer Steckdose, um zu testen, dass euer Messgerät auch wirklich funktioniert. Noch ein kleiner Zusatztipp vor der Installation von mir. Wenn ihr so ein Gerät besitzt, benutzt es bitte auch. Das ist ein Gerät zum Suchen von Elektrokabeln, Leitungen, Metall, Balken oder dergleichen. Mit diesem Gerät fahre ich die Umgebung der Lampe ab. Das hat folgenden Sinn. Ich möchte bitte nicht das Kabel der Lampe in der Decke anbohren oder verletzen oder mitunter andere Leitungen in der Decke verletzen oder vielleicht sogar Wasserleitungen anbohren oder dergleichen. Das stelle ich mit diesem Gerät sicher, dass sich nichts dergleichen in der Decke befindet und wenn sich das darin befindet, dass ich es finde und umgehen kann. Habt ihr nun hier an dieser Stelle eine Betondecke oder eine Mauerwerkdecke, müsst ihr dementsprechend, bevor ihr die Lampe anbringt, vorbohren, damit ihr eure Dübel einbringen könnt. Um das zu machen, geht ihr folgendermaßen vor. Wir haben hier unseren Lampenkörper, wir haben hier eine Einführung für das Kabel. Hier führen wir unsere benötigten Elektrokabel ein.
Achtet darauf, wenn ihr die Kabel einführt, wir haben hier einen Kabelschutz. Bitte achtet darauf, dass dieser an der Stelle bleibt. Dieser ist dazu da, damit eure Kabel nicht beschädigt werden. Denn hier haben wir einen Metallkörper, das könnte eure Kabel ankratzen oder dieser könnte eure Kabel ankratzen und somit beschädigen. Ich habe das hier jetzt durchgeführt. Nun richten wir die Lampe schlussendlich so aus, wie sie montiert werden soll und sehen nun hier unsere Bohrlöcher. Müssen wir vorbohren, nehmen wir nun einen Bleistift oder irgendetwas zum Markieren und markieren uns unsere Bohrlöcher hier an. Haben wir dieses getan, können wir den Lampenschirm entnehmen und die Bohrlöcher mit einer dafür geeigneten Bohrmaschine und einem dafür geeigneten Bohrer bohren. Haben wir, wie in meinem Fall, eine Holzdecke beplankt mit Gipskarton, haben wir viel einfacher machen. Hier brauchen wir die Lampe einfach nur noch festschrauben. Achtet bitte darauf, die Schrauben nicht arg zu sehr anzuziehen. Hinten an der Lampe haben wir ein Schaumgummi, dieses presst sich an die Decke an. Dementsprechend brauchen wir die Schrauben nicht zu fest anzuziehen. Nachdem wir unsere Lampe nun installiert oder angeschraubt haben, suchen wir uns die für uns interessanten Kabel. Lasst euch nicht von meinen vielen Kabel hier verwirren. Wie gesagt, ich habe euch vorhin genannt, welche Kabel für euch wichtig sind. Wir haben einen Neutralleiter. Dieser ist meistens blau. Hierbei müssen wir aufpassen, dass wir den Neutralleiter an der richtigen Stelle anschließen. Dazu schauen wir auf den Transformator, auf unser Netzteil. Hier haben wir L und N markiert. N ist hier in diesem Fall dieser schwarze Draht. Dieser geht zu dieser Lüsterklemme und an dieser Stelle bringen wir unseren blauen Anschlussdraht an. Wir stecken ihn so tief ein, dass keine blanken Stellen mehr hier überstehen und ziehen ihn fest. Damit unsere Lampe auch geerdet ist, wir haben nämlich hier eine Lampe mit Metallkörper, nehmen wir nun unseren Schutzleiter, bringen diesen hier auf diesen Mittelkontakt auf. Dieser Mittelkontakt ist mit diesem grünen Draht verbunden und dieser ist hier mit der Metallkonstruktion der Lampe verbunden und somit erdet ihr eure Lampe ordnungsgemäß. Zu guter Letzt brauchen wir nur noch unseren Außenleiter, unser L1. Dieses ist bei mir dieser braune Draht. Den braunen Draht schließen wir an die dementsprechende Position an. Wir schauen wieder auf unser Netzteil. Wir sehen hier L für Außenleiter. Das ist hier diese weiße Ader. Diese führt an diese Stelle der Lüsterklemme. Und hier bringen wir unseren Außenleiter an und ziehen ihn fest. Nachdem wir die Lampe nun soweit montiert und angeschlossen haben, prüfen wir, ob das Leuchtmittel überhaupt funktioniert. Dazu schaltet ihr bitte wieder eure Sicherung sowie euren FI-Schalter ein. Ihr begebt euch zu euren Lichtschalter und betätigt diesen. Wir sehen, dass unser Leuchtmittel ordnungsgemäß funktioniert. Somit können wir unseren Lichtschalter wieder ausschalten. Kommen zu unserem Starlight-Lampenschirm. Bevor wir diesen anbringen, räumen wir bitte hier etwas auf. Haben wir dieses getan, können wir nun unseren Lampenschirm aufbringen. Dafür haben wir hier diese Nasen und hier auch wieder diese Nasen. Hier bringen wir den Lampenschirm einfach deckungsgleich auf, verdrehen ihn und unsere Lampe ist montiert. Nun können wir nochmal unsere Lampe testen, indem wir sie einschalten. Wir sehen, es funktioniert alles tadellos und wir schauen uns die Lampe nochmal richtig bei Nacht an. Jetzt sehen wir auch besonders gut diesen Starlight-Effekt. Das heißt, wenn wir jetzt genau auf diese Lampe schauen, sehen wir, wenn wir uns bewegen, diesen Sternenlichteffekt, diesen Sterneneffekt. Und das ist eigentlich das Hauptmerkmal dieser Lampe. So, und damit komme ich dann auch langsam zum Ende meines Videos. Noch ein kleiner Hinweis. Der Hersteller hat mir die Lampe netterweise zur Verfügung gestellt, damit ich euch den Einbau demonstrieren kann. Sucht ihr die Lampe, Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Hat euch das Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert einfach hier diesen Kanal. Somit verpasst ihr keines meiner interessanten Videos. Wollt ihr noch mehr weitere interessante Videos von mir sehen? Besucht einfach hier diesen Kanal oder einen meiner anderen Kanäle. Hier wird es regelmäßig sehr interessanten Content für euch geben. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.